Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie trotz diesem Wetter hierher gefunden haben. Also ich finde, das Ziel adelt ja den Weg. Und ich glaube, heute Abend beim Einschlafen werden keinen einzigen Regentropfen bereuen, der Sie jetzt getroffen hat auf dem Weg hierhin. Ja, jetzt habe ich hier meine Aussprache, genau. Beim ersten Blick in die Ausstellung eröffnet sich eine Welt der Wunder. Kerzenflammen verweisen nicht gegen den Himmel, sondern genau entgegen. Massive Kerzenleuchter rotieren ihre Arme, vertikale Schnurverspannungen sind mittig durchtrennt, ohne dass sich die Spannung löst. Kleine Metallstabexplosionen erstarren auf der Stelle. Christian Ertlers Ausstellung zeigt den Bausatz unserer wahrgenommenen Welt. Elemente treffen auf Kräfte, Wellen vibrieren in der Zeit, ein Brummen wie das Echo des Urknalls erfüllt den Raum. Nun ist es jedoch nicht so, dass der Künstler die Betrachter mit Taschenspielertricks hinter das Licht führt. Dem aufgeklärten Menschen wird bei präziser Betrachtung offen dargelegt, wie Spiegel eingesetzt werden und wo Magnetkräfte sich offenbaren. Aber wie sieht man denn im konkreten Fall, etwa beim Betrachten des Videos ohne Titel, Menora, das hinter unserem Kameramann, eine Menora, ein Leuchter, dessen Design direkt auf Gott zurückgeht. So diktiert sie laut dem Alten Testament Moses auf dem Berg Sinai, wie diese Lampe beschaffen sein soll. Aus purem Gold, in einem Guss, jeder der sieben Arme mit einem Licht bekrönt. Laut gängigen Interpretationen verweist die Form des Leuchters auf den Baum des Lebens. Sieben Arme, eine für jeden Tag in der Woche. Aber auch als Verortung in der Unendlichkeit des Raums. Je ein Arm für die Himmelsrichtung, einen für unten und einen für oben. Und das Licht in der Mitte, welches den Standort fixiert. Das Gold ist nicht nur schön anzuschauen, wie es das Licht des Lebens überall reflektiert. Mit der Wahl des Edelmetalls als Baustoff wurde dem Leuchter das Potenzial zum ewigen Leben in unvergänglicher Form, also reaktionsfrei, verliehen. Dies im klaren Widerspruch zum Sinnbild des Baumes, welcher wächst und gedeiht, aber auch zu den Flammen mit ihrem flackerhaften Wesen. Nur sind im Video die Arme der Menora nicht in der Fläche angelegt, in der Weise, wie die Bauanweisung Gottes interpretiert wurde, sondern jedes Armpaar dreht sich in entgegengesetzter Richtung um den zentralen Stamm. Der Film ist in der Stop-Motion-Trickfilmtechnik erstellt, jenem Verfahren, welches schon 1933 in King Kong dem Monster Leben und dem Betrachter Ängsten einhauchte. Jedoch beweist Ertels Film, dass das Ungeheuer nicht der Affe, sondern die Technik ist. Trotz der Gewöhnung unseres Sehapparates an die perfekte Simulation der modernen Tricktechniken entfaltet sein Film einen leichten Horror, welcher vielleicht in den Lücken zwischen den einzelnen Animationsschritten verborgen ist. Derartige Diskrepanzen, wie sie sich auch in all den anderen Werken auftun. Beim Werk Ununokticum, wie Sie direkt hinter mir sind, handelt es sich um ein auf Wandgröße skaliertes Schalenmodell, eben dieses Elementes, dem Ununokticum, aus der Atomphysik. Ein Modell also, welches weniger den wirklichen Zustand des Atoms beschreibt, sondern eher den Uneingeweihten ein Bild seiner Beschaffenheit vermitteln soll. Dies gelingt dem Modell durch die innewohnende Schönheit der simplen Form und der einfachen Idee. Gleicht es doch in frappierender Weise dem Plan, nach welchem der Lauf der Planeten um die Sonne erklärt wird. Das Kleine findet sich wieder im Großen und muss schon rein daher stimmen. Nur sind die Indizien schon ins Werk gestreut, dass diese Laientheorie mit Mängeln behaftet sein könnte. Wieder tritt ein Metall als Akteur auf,
Diesmal jedoch nicht das edle Gold, sondern das äußerst ordinäre Eisen, welches nur zu bereitwillig an der Luft oxidiert und mit Magnetfeldern korreliert. Also wurde an den Punkten, welche im Schalensystem den Ort der Elektronen repräsentieren, starke Magnete angebracht, welche mit Eisenspänen berieselt wurden. Dank der buschigen Ausformung dieser Metallhäufchen kann nun der Verlauf von den umgebenden Magnetfeldern verfolgt werden. So deutet sich an, wie die Elektronen miteinander in Verbindung treten. Aber ebenso zeigt sich, dass es sich in keiner Weise um ein geschlossenes System handelt, sondern alles will auch in den Boden zurück. So bildet sich also, gleich anfolgend zur sicheren Plattform wissenschaftlicher Deutungen, von welcher die Betrachtung begangen wird, unverhofft Abgründe von unersichtlicher Tiefe, Löcher in der Deutungssicherheit, die es nahelegen, Phänomene wieder als Wunder annehmen zu können. Nun, wenn Sie meinen Worten zu dieser Ausstellung nicht recht trauen, das wohl auch zu gutem Recht, kann ich Ihnen sagen, wir haben auch wieder eine Publikation zu unserer Ausstellung rausgegeben, die von Hubert Hoffmann, hier ist er, verkauft wird, zum günstigen Preis von 8 Franken. Darin gibt es einen anderen Text von Lukas Baden, einem der Galeristen von der Galerie von Christian Bertel, der Fehrenbaum-Burbrü-Station, welcher ein eingehendes Bild vermittelt. Wie Sie schon mitbekommen haben, wie diese Galerie, die Ausstellung von Christian Ertel bei uns nahm ihren Ursprung bei unserer Präsentation an der UND 4 in Karlsruhe diesen März, bei welcher wir mit der Galerie Fehrenbaum-Burbrü-Station bekannt wurden. Da wir gegenseitig Gefallen fanden an unseren Künstlern und deren Werken, haben wir einen Austausch vereinbart. Eben Christian Ertel, die Ausstellung, welche wir heute eröffnen, sehr stolz und sehr schön geworden. Und dann im Januar wird unser Christian Hertha in Karlsruhe gezeigt. Zu der Ausstellung, Sie können natürlich gern mich, den Künstler, immer fragen, aber es gibt dann auch am Donnerstag, 25.06. ein öffentliches Künstlergespräch, wo wir uns auf rege Beteiligung sehr freuen würden. Und dann machen wir eigentlich schon bald Sommerpause. Und eröffnen dann wieder am 21.08. unsere nächste Ausstellung mit Monika Müller und Silvi Zürcher. Gleichzeitig wird dann auch in der Buchvernissage der neueste Katalog von Monika Müller präsentiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Viel Genuss. Ja, ja.